muss man auch was riskieren oder alles riskieren. Vor ziemlich genau 15 Jahren haben wir mit Mono Inc. unsere Demos aufgenommen und haben es an alle Plattenfirmen geschickt, die man in den gelben Seiten finden konnte. Und es dauerte nur ein paar Tage und schon kamen die Absagen, egal welche Plattenfirma. Eine Absage ist mir besonders im Kopf geblieben, das war von Sony Music damals. Da schrieb mir der Präsident Heinz C. Die Songs sind nicht gut genug und ihr seid außerdem zu alt. Das hat gesessen. Also haben wir alles, was wir zu Geld machen konnten, zu Geld gemacht und haben unsere Platte selbst aufgenommen. Und von den letzten Groschen haben wir uns einen eigenen Sprinter gekauft und überall gespielt, wo Strom war. Land auf, Land ab. Das machen wir bis heute so. Nicht mehr im Sprinter, aber wir veröffentlichen unsere Platten selbst. Und dann kommt dieser Tag im Juli 2018. Und Welcome to Hell geht von 0 auf 2 in die Charts. Und das haben wir nur euch zu verdanken. Nur euch. Vielen, vielen Dank. Risk it all. We have to risk it all. We have to risk it all.
Whiskey on.